Hallöchen Leute, hier ist euer Mr. Binep mit einem neuen Projekt und zwar The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb, Eternal Edition. Ja, meine Sets sind so, 65 Deaths, 25 Momkills, 177 Items. Mir fehlt noch ein Ende, das ist Ende 12 und das ist, wenn ich das Blue Baby besiegt habe. Das Blue Baby habe ich ja noch nicht, ich habe das Polaroid, aber ich habe irgendwie das Blue Baby noch nicht zu töten bekommen. Und wir spielen noch nicht im Hard Mode. Ich spiele jetzt erstmal mit jedem Charakter einmal durch. Ich will mit jedem Charakter einmal Blue Baby schaffen. Auch die Blue Babyception, Blue Baby gegen Blue Baby. Und dann spiele ich mit euch einmal alle Satan und dann einmal alle im Hard Mode, Blue Baby und Satan. Und das kann lang dauern. Aber wir spielen als erstes mit Isaac. Und wir haben gleich den Itemraum. Okay, nehme ich mit. Perfekt. Herzen haben. Ah, da kann ich zurückkommen, wenn ich Herzen brauche. Okay, da ist der normale Geheimraum. Ich weine, die fliegen tot. Ja, ich weine sie tot. Nein, du triffst mich nicht. Nein. Ja, nach langer Aufnahmeabstinenz kann man sagen. Habe ich Bock, das wieder aufzunehmen? Nö. Ja. Irgendwie bin ich gerade voll langsam. Aber es könnte daran liegen, dass ich fast keinen Speed besitze wahrscheinlich. So. Das war ein Item, was mir gefallen hat. Wo geht's da lang? Geht's da zum Mom? Nicht zum Mom, sondern zum Boss. Ja. So. Töten. Okay. Kriege ich noch zwei Räume zu... den Raum noch clearen. Dann könnte ich beim Boss den Würfel wieder einsetzen. Ja, dich töten. So. Ich schaffe jetzt mal eine Ebene wirklich ohne Spider-Mod nicht getroffen zu werden. Wow. Ja, ich habe davon mit der Spider-Mod gespielt, deswegen habe ich alles geschafft. Ich habe ein bisschen gecheatet, dass ich so hochkomme. Ich schaffe bei euch für die nächste Ebene. Nicht verschwinden, Max. Nicht verschwinden. Und deswegen bin ich auch ja mit den Items relativ weit. Was macht nochmal der graue Monster? Keine Ahnung. Auf alle Fälle werde ich nicht getroffen. Habe ich mich zu früh gefreut. Das war eine große Träne. Feinen wir schnell die Kackis kaputt. Ich habe Spectral Tears. Das dauert wieder Ewigkeiten. Ja, ich spiele mit euch eigentlich Wrath of the Lamb, weil ich das neue nicht habe. Das muss ich mir jetzt kaufen. Jetzt will ich erst mit euch Wrath of the Lamb spielen. Ich das jetzt anfangen und dann beenden, weil ich das neue habe. Ist irgendwie sinnlos. Also habe ich mir gedacht, spiele ich mit euch Wrath of the Lamb. Somit kann ich auch meine Isaac-Liebe ein bisschen wie sagt man da? Beruhigen. Hey. Ach scheiße. Ich hab's doch gewusst. Achso, muss ich da reinklicken? Ja, fangen wir halt von neu an. Okay, diesmal ein anderer. Der da ist. Eine weitere Bombe? Geil. Gegen Glutoni! Wir kämpfen gegen Glutoni. Wo ich eine Bombe einsetzen werde. Danke. Ein halbes Herz wäre ein komplettes Weltverschwendung. Oh, ein Seelenherz. Cool. So. Da gehen wir mal weiter. Warum bin ich jetzt aber mal so verschleimt? Könnte sein, weil ich da gerade einen rauchen war. Naja, ist egal. Gehen wir da rein. Und treffen auf Mr. Mega Blast Damage. Ja, finde ich akzeptabel. Somit haben wir jetzt 6 Bomben und immer noch keinen blauen Stein. Ich hoffe eigentlich auf jeder Ebene auf den blauen Stein Minimum. Okay, jeden den Kopf abgeweint, dass sie Blut spritzen. Ja, so wie eine Frau bei ihrer Periode. Mann, bin ich heute witzig.
Warum er? Aber dann kriege ich einen Cube of Meat. Dann würde ich einen Cube of Meat bekommen. Ja, danke. Ja, seht ihr eigentlich, ich bin relativ schlecht in Isaac. Ich habe das nur geschafft, wirklich durch Cheaten. Weil ich mir die ganzen Karten hergecheatet habe. Hättest du nicht die zweite Fliege auch noch erwischen können? Jetzt habe ich dich, glaube ich, gleich vom Pferd runter. Ja. Ah. Ja, Schatten. Ich bin ein Noob. Ich habe das mit dem Ausweichen nicht so. Oh, war das knapp. Das war auch knapp. Ah, jetzt wurde ich... Oh, wurde ich am Ende noch getroffen. Somit haben wir einen Cube of Meat und können in die nächste Ebene. Genau. Oh, meine Maus ist im Bild. Das wollte ich nicht. Und da haben wir den Itemraum. Wir haben sogar einen Schlüssel dafür. Das ist perfekt. Ah, fick dich. Sind wir getroffen worden auf der Ebene. Das heißt, ein Devil Döner Deal können wir vergessen. Oh. Will ich die Pille nehmen? Will ich? Ja. Full Health. Okay. Loki's Horns. Wenn ich Loki's Horns, dann hätte ich ab und zu so einen Mehrfachschuss. Ja. Genau, hätte ich nämlich ab und zu, dass ich in alle Richtungen dann schieße. Ist nicht schlecht. Bevor ihr fragt, warum ich den Cube of Meat nicht gerewardet habe, weil du den nicht rewarden kannst. Das sind meine Bomben mit Mr. Mega. Sie sind fröhliche Bomben. Jetzt haben wir hier ein Herz. Okay. Da geht's zum Boss. Ich wäre irgendwie gerade für ein Damage ab. Ich brauche in den ersten Ebenen auf alle Fälle Damage ab, Leute. Ja, Damage Up wäre geschickt, weil dann würde ich mir Schaden machen. Das ist eine Full Health Pille, die nehmen wir mal mit. Genau, die setzen wir aber noch nicht ein, wenn wir im Zacki-Zacki-Raum waren. Okay. Gut, Reroll. Gut. Machen wir. Ich brauche zwei weitere. Wenn sie mich im Bossraum nichts gibt, gescheit, dann werde ich das wie wollen. Ja, Post! Gib mir! Gibt! Gut, passt. Dich werde ich jetzt so töten. Gut. Oh, unendlich Schlüssel. Kann ich auch mal in den Shop reinschauen. Bist du? Telepille. Okay. Die gelb-weißen nicht benutzen sind Telepillen. Passt. Habe ich schon wieder was gelernt in dem Spiel. Und ja, ich werde Isaac schneiden, weil ich lade keine 50 Minuten Parts oder so wie andere YouTuber. Ich schneide sowas lieber, dann habe ich mehr Videos. Und das passt mir dann eher als alles andere, was die anderen YouTuber machen. Punkt. Ja, dann gehen wir jetzt mal in den nächsten Raum und da. Oh, da ist eine Spinne. Oh ne. Passt. Ja, spring ein. Spring in das Feuer. Danke. Ach, ich liebe die KI in Isaac. Aber diese nicht, mag ich nicht. Deswegen hasse ich jetzt, wenn Feuer hier drin ist. Unlucky Toe. Wow. Au! Penner. Warten wir, bis wir Dead's Key rerollen? Ja, warten wir. Wir nehmen den Reroll jetzt in den Bosskampf mit und dann schaue ich jetzt mal da rein. Okay. Also, somit habe ich den normalen Geheimraum gefunden. Und der Super Geheimraum könnte dann eigentlich hier sein, ne? Nö, okay. Spiel gewinnt. Monstro. Gut. Ich habe Monstro. So, ich habe Monstro. Monstro muss sterben. Weil ich werde alle 20 Minuten jetzt einen Cut machen. Das Video abspeichern unter Isaac 1, Isaac 2 und. Okay. Da wurde ich gerade von einer großen Träne getroffen.
Was ich brauche, ist Damage und Range. So. Ja, wenn du mir nur hinterherlaufst. Ah, scheiße. So. Gut. Oh, Damage. Gut, dann gehen wir mal Dead Skin nochmal rerollen. Was der uns nochmal rausbringt. Jo. Spreng ich mir einen auf. Du mich auch spiel. Ah, was haben wir jetzt? Oh, ein Leben. Ein Leben nehme ich immer mit. Ein Leben nehme ich immer gerne mit. Gut. Aha, das sind einfach zu tötende Gegner. Aber wenn die zu oft kommen, weiß ich eh schon, welcher Boss kommt. Dann kommt Chap. Also wenn die Rasenden davon kommen, wenn sie dich sehen. Die Gegner, die Akkus sind. Genau. Du bist tot. Zwei Bomben, das ist super. Ja, Begleiter nehme ich mit. Ich nehme Water Bobby mit. Ein weiterer Begleiter, der schießt, ist immer gut, finde ich. So, du willst mein Geld? Na, wenn ich mehr Geld hätte. Okay, da ist der Bossraum. Gut. Bossraum gefunden. Bevor ihr fragt mit, was ich aufnehme, ich nehme mit dem Camtasia-Rekorder auf. Weil einfach ist so. Genau, weil einfach ist so. Vier Münzen. Mache ich erst den Boss? Klatsche ich erst den Boss? Ich klatsche erst den Boss. Und hätte ich wieder einen vollen Würfel. Oh. Ey. Boom. Was ich jetzt noch bräuchte, wäre Homing Bombs irgendwie. Genau. Machen wir ihn einfach mit Bomben tot. Somit kann ich. Devil Deal? Gibt es das Book of Belial oder die Rasierklinge? Wie wollen wir das mal? Katzenschwanz. Spectre Tears. Schau ich jetzt irgendwie halt grausam aus, aber mir auch scheißegal. Jetzt kann mich der Cube of Meat auch schießen. Dadurch, dass ich jetzt einen zweiten bekommen habe. Das ist super. Ich finde das echt toll. Somit kann ich mehr. Aua! Du Penner! Ah. Ich habe keine unnötigen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Schade, schade. Da brauche ich auch einen weiteren Schlüssel. Kann jetzt dann. Okay, ich hätte zwei Spots, wo der Geheimraum sein könnte. Ich habe drei Bomben. Passt. Okay. So, ich mache Damage. Das ist ja das Schöne. Was haben wir hier? Bomben und Geld. Na, ich will ein bisschen mehr Geld. Okay, aua. Ich hab's gewusst. Dieser Raum ist kacke. So. Da könnte der Geheimraum sein. Jetzt habe ich schon ein Leben verspielt. Jo, passt. Wait? Nö, Geld. 17 Money. Ja, könnte ich doch wirklich an dem kleinen Penner da unten spielen. Dahin. Ach, das sind die Fliegen. Sorry, aber bevor ich sterbe, setze ich die lieber ein. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Okay, das ist wieder so ein Raum wie vom Bossraum, der eine Rage-Made und vier so dumm herumspringende Körper. Geil. Das ist irgendwie ein Easy-Raum. Gut, dann schauen wir mal, was wir von der bekommen. Von dem Typi da vorne, vom Bettler. Ja genau, Bettler hieß er. Genau, er hieß Bettler. Ich vergesse immer den Namen von dem Arsch. Er gibt mir nie gutes Zeug. Okay, jetzt hätte ich einen Lucky Toe. Was gibst du mir? Die Karte. Nee.
Ich weiß, ich bin gerade blöd, weil ich die Karte gewählt habe, aber ich wollte keine Karte. Nein. Nächste Ebene. Okay, ist so. Jetzt würde ich sagen, wir haben jetzt eh schon 14, 15 Minuten, wenn ich jetzt sterbe, beende ich einfach den Part. Ja, genau, machen wir es so. Okay, ich mach viel Schaden. Bleib da stehen. Ja, 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 ja. Nein. Ich bin also dämlich. Okay, Leute, das war's dann vom ersten Part The Binding of Isaac und wir sehen uns beim nächsten wieder. Ciao.